Sehr geehrte Damen und Herren, die zu erwartende wirtschaftliche Krise wird ganz sicher auch die berufliche Ausbildung in schwieriges Fahrwasser bringen. Deshalb brauchen wir schnelles und beherztes Handeln und eben nicht die Maxime der Bundesbildungsministerin, gewissermaßen kommt Zeit, kommt Rat, so wie in der Aprilsitzung des Bildungsausschusses oder am 6. Mai noch in Ihrer Pressemitteilung. Nein, Auszubildende wie auch ausbildende Unternehmen müssen jetzt geschützt und müssen jetzt unterstützt werden. Der künftige Mechatroniker beispielsweise, dessen Unternehmen in schwierige wirtschaftliche Probleme kommt, was wir alle mit all unseren Mitteln verhindern wollen. Aber genau der muss jetzt die Chance haben, gegebenenfalls seine Ausbildung in einer Verbundausbildung fortzusetzen. Das heißt, mehrere Unternehmen sichern gemeinsam die Qualität der Ausbildung dort, wo es einzelne Unternehmen nicht mehr möglich ist. Der Zugang muss erleichtert werden und auch die Finanzierung muss unterstützt werden. Für die künftige Konditorin beispielsweise, deren Bäckergeschäft insolvent wird, muss die Fortsetzung ihrer Ausbildung in einem anderen Unternehmen gegebenenfalls möglich gemacht werden, zum Beispiel durch die Zahlung von Ausbildungsboni an aufnehmende Unternehmen. Oder die künftige Ergotherapeutin, ich habe gerade vorgestern aus Leipzig eine Mail von einer jungen Frau dazu bekommen, die eben keinen Praktikumsplatz beispielsweise in Corona-Zeiten findet, die braucht Krisenszenarien. Da müssen Krisenszenarien entwickelt werden, damit ihre Prüfung und ihr Abschluss dadurch eben nicht gefährdet werden. Und meine Damen und Herren, was wir eben nicht brauchen, was wir nicht brauchen, ist der Versuch, den sechswöchigen Anspruch auf Weiterzahlung der Ausbildungsvergütung für Azubis zu kippen. Das geht gar nicht, meine Damen und Herren. Die Krise können wir nicht auf dem Rücken der Azubis austragen. Womit müssen wir rechnen? Wir müssen rechnen mit einem weiteren Rückgang der ausbildenden Unternehmen. Dieser Anteil liegt schon seit mehreren Jahren unter 20%. Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch, auch das schon seit langem, die solidarische Umlagefinanzierung. Wir müssen endlich den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen unterstützen, die ausbilden oder ausbilden möchten. Und dazu gibt es viele gute, praxistaugliche Beispiele schon heute. Zweitens. Wir müssen damit rechnen, dass die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Herbst unter die 500.000 Marke fallen. Und vor allem, das sollte uns besonders umtreiben, vor allem junge Menschen mit Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss sind dabei besonders gefährdet. Also müssen wir vorübergehend, ich betone vorübergehend, die außerbetriebliche Ausbildung weiter öffnen. Und wir brauchen einen Zukunftsfonds. Einen Zukunftsfonds, der in der Not vielfältige Möglichkeiten und Alternativen schafft, um den zu erwartenden Mangel an Ausbildungsplätzen zu begegnen. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung hat sich vorgestern zumindest verbal zu einigen Schritten in die richtige Richtung bekannt. Leider sind da ordentlich viel Allgemeinplätze dabei und Nebulöses. Vor allem aber, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Bildungsministerium muss jetzt in die Puschen kommen und nicht wie gestern im Ausschuss nahezu allen Fraktionen so richtig klar geworden ist, Sofortprogramme aus dem Hause Bildungsministerium verdienen nahezu jeden Namen, nur keinen, der mit sofort beginnt. Das muss sich ändern, meine Damen und Herren, und zwar schnell im Sinne unserer Auszubildenden. Das Wort hat der Kollege Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion.